Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von OpenTX Weekly. Diesmal vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Ihr seht das schon daran, was ich hier liegen habe. Das ist nämlich eine FlySky FSI6X. Ja, das ist eine Anlage, die offiziell weder von EdgeTX noch von OpenTX unterstützt wird. Aber es ist trotzdem möglich, hier OpenTX oder zumindest eine abgespeckte Variante von OpenTX draufzubringen, denn im Gegensatz zu der FSI6S, zu dieser anderen, wie ich finde, ja sehr hübschen Anlage, ist die FSI6X mit einem bisschen größeren Microcontroller ausgestattet, der mehr Flash und vor allen Dingen ein bisschen mehr RAM hat, sodass das also klappt mit OpenTX. Da gibt es seit einiger Zeit ein Projekt, was ich schon seit längerem dann verfolge, und mittlerweile bin ich der Meinung, dass man also da einen Versuch wagen kann, das mal einzusetzen. Ich versuche euch das jetzt gerade mal hier zu zeigen. Na, so, genau, da habe ich den Browser jetzt hier im Bild. Also schaut einfach mal hier oben auf die URL von dem Projekt. Dort findet ihr das bei GitHub. Und gut, das sieht natürlich so aus wie üblich mit dem ganzen Code. Das interessiert den Endanwender natürlich ein bisschen weniger. Gemanagt wird das Projekt oder gemacht wird das Projekt von dem Marion Dupont. Und er hat es also tatsächlich geschafft, eine etwas heruntergekochte Variante von OpenTX auf diesen kleinen Sender zu bringen. Und natürlich hat dieser Sender jetzt kein Multiprotokoll-Modul da drin, sondern nur eben das FlySky-Modul mit dem Chipsatz von FlySky. Da ist also das AF-HDS2A-Protokoll möglich. Theoretisch auch noch andere wären möglich, sind aber momentan nicht implementiert, und sogar Crossfire über, mit ExpressLRS ist möglich. Da würde ich lieber darauf verzichten als Funktionsmodellbauer und vielleicht andere Features noch mit einbauen, aber mal gucken, ob wir da noch zusammenkommen. Okay, das Interessante ist natürlich, wie bringt man da jetzt OpenTX auf diese kleine Anlage drauf? Und da gibt es verschiedene Videos, die da im Netz kursieren, wobei ich da jetzt noch kein Video gefunden habe, was das besonders einfach macht. Und da versuche ich jetzt einfach mal, diese Lücke zu schließen. Okay, gucken wir mal einmal kurz in die Anlage rein. Ich habe sie also schon mal aufgeschraubt. Jetzt muss ich mit meiner Fensterbedienung immer wieder zurechtkommen. So, ich habe sie schon mal aufgeschraubt. Wenn ich das jetzt hier noch hinkriegen würde, dass der Deckel abgeht. So, dann legt man sie auf den Kopf. Dann schauen wir mal da rein, was wir da so vorfinden. Das will nicht so recht. So, ein bisschen näher ran. Okay, muss ich mal ein bisschen in die Hand nehmen. So, was finden wir da drin vor? Also hier haben wir mal das HF-Modul. Und hier auf der linken Seite ist dann der Stecker für das USB-Kabel. Und das USB-Kabel, das geht ja auf diese etwas merkwürdige Buchse da hinten dran, falls ihr einen Sender habt und habt dieses Kabel verloren, das ist eigentlich kein Problem. Da könnt ihr hier an diesen Verbinder auch ein USB-Kabel anlöten. Also das geht auch, wenn man einen älteren Sender hat und hat vielleicht irgendwie das Kabel ist irgendwie verlustig gegangen. Das kann ja sein. So, das Schöne an den Microcontrollern von der Firma STM, also ST Microelectronics, ist, dass die gewissermaßen unkaputtbar sind. Naja, stimmt natürlich nicht ganz, elektrisch sind sie schon kaputtbar, aber man kann sie im Grunde genommen nicht verflashen. Diese Chips, die haben ein kleines Utility, ein Werkzeug eingebaut, was sich DFU nennt, Device Firmware Upgrade Utility. Das ist da also fest eingebrannt.
Und man kann also durch einen Schalter oder durch einen Jumper beim Starten des Mikroprozessors festlegen, dass dieser in diesen, ja, Bootloader will ich dazu nicht sagen. Es ist einfach ein kleines Werkzeug, mit dem man dann den Flash-Speicher in dem Microcontroller überschreiben kann. Und das ist im Grunde genommen hier schon vorbereitet und ihr seht das hier auch schon. Ich habe da ja schon drauf rumgelötet. Ich habe das ja schon mal gemacht. Hier seht ihr einen unbestückten Widerstand. Der ist beschriftet mit R53. Daneben ist R52, der ist bestückt. Und da oben drüber jetzt in diesem Bild ist R53. Ja, das Einzige, was ihr machen müsst, ihr müsst das schließen, indem ihr da entweder einen dicken Löt Klecks drauf macht oder vielleicht ein Stück Kabel da drauf lötet oder wenn ihr habt, es geht theoretisch auch im SMD-Widerstand von 100 Ohm oder so etwas oder von mir aus auch 1 Kilo-Ohm, das wird auch funktionieren. Oder ihr könnt auch so ein Stückchen Fädeldraht dann da drauf machen. Das lötet ihr dann praktisch einfach darüber. Das muss man nur ein einziges Mal machen und später müssen wir das auch wieder entfernen. Und wenn ihr das entfernt, dann benutzt am besten auch so Entlötlitze. Dann kriegt ihr das also relativ rückstandsfrei dann wieder davon runter. Gut, das ist im Prinzip alles, was ihr machen müsst. Ich beschreibe das jetzt erstmal in Gänze, was zu tun ist. Und dann nehmt ihr eure Anlage wieder, steckt also dieses etwas merkwürdige USB-Kabel dann hier ein und verbindet das mit eurem PC. Ja, und auf dem PC brauchen wir natürlich dann ein paar Hilfsmittel oder zumindest ein Hilfsmittel. Das ist dieses DFU-Werkzeug. Das braucht man, das Gegenstück dazu braucht man auf dem PC eben auch. So, und ihr braucht natürlich die Firmware dafür. Und wo ihr die herkriegt, klar, ihr könnt die natürlich von der Seite von dem Marion Dupont holen. Dann bekommt ihr sie in Englisch. Also hier gibt es ja auch Releases. Wenn wir uns das mal angucken, hier auf der rechten Seite unter Releases. Da gibt es also zwei Versionen. Die Version 1.1.1, Release-Kandidat 1 und die Version 1.1.0. Ja, und unter Assets, wie bei GitHub üblich, findet ihr die verschiedenen Varianten. Es gibt eine Variante mit ExpressLRS, es gibt eine Variante, die globale Variablen und das Heli-Menü beinhaltet und es gibt eine etwas kleinere Variante, die ohne das Heli-Menü daherkommt. Ja, die könnt ihr nehmen oder andere Variante wäre, ihr geht bei mir auf die Seite und geht hier auf OpenI6X und dort findet ihr dann die Variante in Deutsch mit meinen Anpassungen noch. Ich schreibe da ja immer ein Datum hinter. Momentan ist es halt vom Heiligen Abend. Das ist aber eher Zufall. Und das könnt ihr euch runterladen. Das brauchen wir nämlich gleich dann zum Flashen. Also das wäre die Firmware dann hier in Deutsch. Okay, dann machen wir da erstmal Pause und ich wechsle mal hier so ein bisschen und dann machen wir gleich weiter. Ja, weiter geht's am PC. Ihr ladet euch dann den STM32 Cube Programmer herunter. Das ist Werkzeug von der Firma ST Microelectronics. Das habe ich jetzt hier schon mal aufgemacht. Damit kann man also über USB angeschlossene DFU-Geräte oder Geräte, die DFU-kompatibel sind, programmieren.
Ja, das geht im Grunde genommen ganz einfach. Ich muss allerdings dazu sagen, dass es wahrscheinlich jetzt nicht funktionieren wird, weil ich hier die neueste Version von dem Creo-Programmer habe und die einen Fehler hat. Aber ich zeige euch das mit einem anderen Werkzeug gleich nochmal. Also wichtig, ihr steckt jetzt euren Sender ein mit dem USB-Kabel und in dem Zustand des eingelöteten der eingelöteten Brücke an R53, dann schaltet ihr den Sender ein. Das mache ich jetzt auch mal. So. Und dann müsste man hier auf USB gehen und dann hier so ein Suchen veranstalten über den Button. Und dann müsste hier dieses der Microcontroller erscheinen, und zwar mit dieser Seriennummer und mit dieser Device-ID. Das ist wichtig. So, jetzt geht es theoretisch so weiter, dass ihr dieses Read-Unprotect hier selektieren müsst. Und dann gehen wir hier oben auf die paar Striche, die da stehen. Und da haben wir dann Erase and Programming. Und dann wäre jetzt hier als File-Path auszuwählen die entsprechende Datei. Gehe ich mal kurz hin. Die habt ihr euch entweder von meiner Seite heruntergeladen oder ihr habt sie von der Projektseite heruntergeladen. Dann haben wir das hier. Die restlichen Einstellungen könnt ihr so stehen lassen, wie sie sind. Und jetzt passiert wahrscheinlich das, was nicht passieren sollte, aber ich nehme es jetzt einfach mal an, dass ich hier dieses Tool von der Firma Micro STM Microelectronics beenden wird. Also es wäre normalerweise so, dass ihr auf Connect drückt, oben rechts hier dieser Button, und danach einfach auf Start Programming und das war's. Ich versuche es das mal, es wird wahrscheinlich schief gehen. Also Connect. Ja, und da ist es wieder abgestürzt. Ich hoffe, dass es bei euch funktioniert. Also Connect und dann einfach auf Programming. Ich zeige euch das jetzt hier in einer anderen Art und Weise, und zwar mit der Kommandozeile. Da geht es dann nämlich. So, jetzt muss ich mir erstmal angucken, welche DFU-Devices ich hier habe. Dazu gibt es ein kleines Tool, das nennt sich DFI. Util und da sieht man dann tatsächlich zwei DFU-Devices. Ja, das sind jetzt so ein bisschen die Details vom Programmieren mit DFU. Müsst ihr euch nicht merken. Falls ihr das mit Linux macht, dann sieht das ja auch entsprechend dann so aus. Und was ihr braucht, ist so eine Kommandozeile. Also DFU-Util rufen wir auf. Dann schreiben wir an die Startadresse hexadezimal 0800000 und wir nehmen das DFU-Device mit der Nummer 0 und schreiben dann die Datei firmware.bin hinein. Bei euch wäre das natürlich nicht firmware.bin, sondern die Datei, die ihr euch entsprechend heruntergeladen habt. So, und wenn man das jetzt startet, dann kann man jetzt ruhig sich einen Kaffee kochen gehen. Es wird nämlich jetzt erst einmal das EEPROM gelöscht und nachher wird das dann drauf geflasht. Das dauert einige Zeit. Mit dem Tool von STM Microelectronics dauert das genauso lange, weil natürlich der gleiche Prozess dort abläuft. Aber wie gesagt, das stürzt bei mir wegen einem Java-Problem hier ab. Vielleicht klappt es bei euch. Ich habe es euch theoretisch gezeigt. Das sollte möglich sein. Wie gesagt, kaputt machen könnt ihr nichts. Sollte das abbrechen, dann einfach den Sender ausschalten. Damit ist das USB-Gerät weg. Dann wieder einschalten. Und dann müssten die USB-Geräte auch dann wieder da sein. Ja, ich warte jetzt einfach, bis das hier fertig ist. Und dann melde ich mich wieder. Als letzten Schritt müssen wir dann nämlich den Widerstand oder die Drahtbrücke R53 wieder auslöten. Ja, und dann haben wir das eigentlich geschafft. Also, ihr seht, das geht ja ziemlich langsam. Ich werde die Aufnahme jetzt mal hier beenden und gleich weitermachen mit dem Auslöten der Brücke. So, jetzt nach einiger Zeit ist der Download in das
den Flash-Speicher des Microcontrollers jetzt beendet. Das ist schön. So, und jetzt schalte ich den Sender aus. Und ja, jetzt muss ich noch mal eben kurz die Kamera hier wechseln. Na, wird mir das dann noch mal gelingen hier? So, okay. Sind wir soweit? Also Stecker da hinten rausnehmen. Und jetzt müssen wir die Brücke da wieder entlöten. Also die Brücke, die ich hier drauf gelötet hatte bei R53, die kommt jetzt wieder runter. So, das mache ich jetzt mal gerade. Da müsst ihr ja nicht zugucken, das könnt ihr alleine. Ja gut, jetzt habe ich die Brücke wieder runter gelötet. So, was jetzt passiert ist, es ist OpenTX drauf und auch der Bootloader. Und das ist schön. Wir brauchen das mit dem Widerstand, dem nämlich selbst bei Updates nie wieder zu machen. Das funktioniert jetzt ohne. So, und jetzt wollen wir mal gucken, ob es tatsächlich funktioniert. Jetzt kommt der spannende Moment. Also einschalten. Okay. Ja, da sind wir. Wunderbar. Hat soweit funktioniert. Da ist sogar noch mein alter EEPROM-Inhalt drauf. Interessant. Aber es scheint alles zu funktionieren. Okay, also deutsche Version haben wir. Wunderbar. So, das nächste Mal, wenn ihr das nochmal flashen wollt, dann habt ihr jetzt den Vorteil, wie gesagt, ihr braucht den Widerstand nicht mehr einzulöten. Ihr macht es wie üblich. Die beiden Trims nach innen drücken und dann einschalten. Jetzt ist die Anlage im Bootloader-Modus. Man sieht auf dem Display leider nichts, aber sie ist im Bootloader-Modus. Wenn ihr jetzt das Kabel wieder einsteckt, wieder mit dem PC verbindet, seht ihr wieder die DFU-Geräte und ihr könnt wieder drauf losflashen. Das funktioniert also. Sollte irgendwas dann mal nicht so passieren, dass also dieses Einschalten hier nicht funktioniert, habe ich auch schon mal gehabt bei einer fehlerhaften Version. Dann kein Problem, Widerstand wieder reinlöten oder die Brücke wieder reinlöten und es geht von vorne los. Ja, das war's. Ich finde es total cool, auf der kleinen Anlage auch OpenTX drauf zu haben. Viel Spaß damit!